Kretschin, da denken Sie, dass Putin da auch spekuliert, dass der Westen nicht genug Power hat, um die Ukraine auf der einen Seite und Israel auf der anderen Seite zu unterstützen? Also das ist ganz sicher, dass Putin dieses Ziel hat und diese Beurteilung der Lage hat, dass der Westen irgendwann mal diese Position verlassen wird. Wir sehen es ja an den Amerikanern, das fängt ja an, bei der Frage der Finanzierung. Und wir sehen es ja auch in der innerdeutschen Diskussion und auch in der innereuropäischen Diskussion. Also Putin weiß, was er macht. Und ich glaube, alle, die warnend und zurückhaltend waren, die finden sich jetzt in dieser Entwicklung wieder. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich ratlos, was eigentlich unsere deutsche Haltung in dieser Frage ist. Wir müssen doch, und hier ist es nicht so, dass die Ukrainer anders ticken wie wir oder wie wir eben gerade beim Gaza-Konflikt gesehen haben, sondern hier sind wir ja alle auf derselben Wellenlänge. Und ich bin ziemlich ratlos, was denn alle, die dort beteiligt sind, überhaupt für ein Ziel haben. Darf mal ein Argument einwerfen, nämlich, wenn ich das richtig sehe, haben die Ukrainer bislang etwa 80.000 bis 100.000 Soldaten durch Tod verloren, gefallene Soldaten. Machen wir es mal wenig, 80.000, das sind aber wahrscheinlich mehr. Dann haben sie etwa 100.000, Minimum, eher mehr, Verletzte, Verwundete, Fahnenflüchtige, Traumatisierte, die auch nicht mehr kämpfen können. Das heißt, sie haben gut 180.000 Verlust. Das ist die gesamte Bundeswehr. Wenn Deutschland im Krieg beteiligt wäre, wären wir jetzt durch. Wir hätten jetzt schon verloren, weil die Bundeswehr aufgerieben worden wäre. So. Ich sehe den Punkt gekommen, dass wir irgendwann mal sagen müssen, die haben jetzt die besten Waffen, die Ukrainer, aber sie haben keinen einzigen Soldaten mehr, der das bedienen kann. Wie soll denn das jetzt weitergehen? Wollen wir denn sehenden Auges in diese Situation hineinkommen und dann irgendwann mal sagen, jetzt brauchen wir aber Freiwilligenverbände aus ganz Europa, die für die Ukraine kämpfen, die haben keine Soldaten mehr, das machen jetzt halt Moldawier oder Balten oder Deutsche oder wer auch immer. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das heißt, die Frage, wie geht es dort weiter, die dürfen wir doch nicht Kiew und Moskau überlassen, sondern wir, die Deutschen, die Europäer, müssen doch einen ureigenen Tisch gesetzt wird und dass dort im Zuge eines Waffenstillstandes Schritte formuliert werden, wie denn die Zukunft der Ukraine aussieht. Und wenn es nicht dazu kommt, haben wir weiterhin die humanitäre Katastrophe und wir haben das Szenario, das Hans-Georg Maaßen beschrieben hat, irgendwann ziehen sich die Amerikaner zurück, das ist so klar wie das Amen in der Kirche. Und dann stehen wir da und wissen nicht, wie wir die Ukraine retten sollen. Und dann verlieren wir wesentlich mehr, als wie wenn wir jetzt uns mit den Russen an einen Tisch sitzen würden und über Waffenstillstand verhandeln würden.